Ich gedenke der Opfer des unvorstellbaren Massenmordes, in dem meine Mutter, die Mutter meiner Frau, unsere Verwandten, meine Freunde, meine Kollegen, meine Kameraden aus verschiedenen Lagern, wo wir zusammen waren, und nicht zuletzt der Kameraden des sogenannten Russenlagers in Mauthausen, die mit mir auf dem Todesblock Baracke 6 lagen, zugrunde gegangen sind. Ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen, wir hörten den Ruf, sie kommen. Es waren damit die Amerikaner gemeint. Wer von uns noch die Kraft dazu hatte, schleppte sich aus der Baracke, um den amerikanischen Tank entgegenzusehen. Wir waren zu schwach, um näher zu kommen. Viele meiner Kameraden starben in diesem Moment oder vielleicht Stunden später, ob im Bewusstsein ihrer Befreiung und des Zusammenbruches des Nationalsozialismus, kann niemand sagen. In gemeinsamer Trauer wollen wir derer gedenken, die heute vor 50 Jahren ihre letzten Stunden hier verbrachten. Der Nationalsozialismus, der die Welt beherrschen und versklaven wollte, bestand de facto aus einer Komposition aus Hass und Technologie. Hass ist etwas Furchtbares. Hass ging den millionenfachen nationalsozialistischen Verbrechen voraus. Wir müssen diese Verbrecher verachten, nicht nur, weil sie unsere Familien hingemordet haben, sondern weil sie die Würde des Menschen zertreten haben und damit auch die Würde Gottes, der die Menschen nach seinem Ebenbild erschuf. Die Welt hat Hitler und das nationalsozialistische Regime viel zu lange unterschätzt. Diese Fehlanschätzung hatte tragische Folgen. Versuchungen zum Unrecht gibt es immer wieder, auch in einer so offenen, so freien Gesellschaft, wie wir sie jetzt in Österreich haben. Je mehr wir uns uneingeschränkt der ganzen Geschichte erinnern, umso leichter wird es uns fallen, solchen Versuchungen zu widerstehen und gemeinsam eine moralisch wertvolle Zukunft zu bauen. Würden wir vergessen, verdrängen oder das Geschehen verfälschen, käme das gestern unbewältigt immer wieder auf uns zu und würde uns und unsere Nachkommen daran hindern, dass morgen richtig und menschenwürdig zu gestalten. Das sagt Ihnen einer, der Mauthausen auf dem Todesblock wie durch ein Wunder überlebt hat.